Heute geht es um ein sehr ernstes Thema. Über die UEFA kamen in der letzten Zeit immer mehr Skandale ans Licht. Selbst wenn dir ein Punkt in diesem Video schon bekannt vorkommen sollte, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn ich zeige dir heute, wieso es eigentlich keine zwei Meinungen mehr über die UEFA geben kann. Ausbeutung, Sklaverei, Doppelmoral, Korruption, manipulierte Wahlen und stark verwerfliche Werbepartner. Willkommen zu UEFA Exposed. 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 Übrigens, die Quellen für alles, was ich hier sage oder einblende, sind in der Beschreibung. Let's go! Die Doppelmoral der UEFA lässt sich an einem Beispiel eindeutig zeigen. Der Support von LGBTQ+. Die UEFA hat sich ja entschieden, überall nun zu zeigen, dass sie tolerant sind. Sei es nun ihre Equal Game Kampagne oder die Regenbogenfahnen überall, seit neuestem auch im Logo. Dann wurde in Ungarn ein Gesetz verabschiedet, welches das Zeigen von Homosexualität in Medien einschränkt und in der Bildung an Kindern verbietet. Da wäre es doch ein schönes Zeichen, wo Deutschland gegen Ungarn spielt, das Stadion in Regenbogenfahnen als Zeichen der Toleranz leuchten zu lassen. So sah das aber nicht die UEFA. Sie hat es nämlich schlicht verboten. Der Grund dafür? Die UEFA möchte ihre politische Neutralität behalten. Es ist bestimmt auch ein Zufall, dass sie die Equal Game Kampagne in dieser EM macht, welche in Staaten ausgetragen wird, welche sowieso gar keine Gesetze gegen Schwule haben. Mal sehen, ob es dann in Katar auch so eine Kampagne mit Regenbogenfahnen gibt. Zu Katar kommen wir sowieso später nochmal. Die UEFA versucht einfach dort mit der Kampagne zu punkten, wo es im Geldbeutel nicht wehtut und ihr Image dadurch besser wird. Dort aber, wo man eigentlich die Kampagne machen sollte, weil LGBTQ dort nicht supportet wird, dort lassen wir es lieber weg, wie zum Beispiel im Spiel gegen Ungarn oder in Katar. Sie möchten einfach nur ihr Image aufbessern, dort wo es nicht wehtut, aber da wo es wirklich gebraucht ist, da lassen sie es lieber weg. Das kann ich euch auch direkt an einem weiteren Punkt beweisen. Die UEFA finanziert sich zu einem erheblichen Teil durch Werbung. Dabei haben sie feste Werbepartner, welche für die gesamte EM feststehen. Das hier sind alle Werbepartner der EM. Die Werbepartner sind Alipay, Booking.com, FedEx, Isene, Volkswagen, Coca-Cola, Heineken, Qatar Airways, Lieferando bzw. Just Eat, Takeaway.com, TikTok und Vivo. Falls ihr einige Firmen davon nicht kennen solltet, Hisene stellt zu Kühlschränke her, mit Alipay kann man bei einigen Stores bezahlen und Vivo ist eine Handymarke. Ich habe euch mal alle Werbepartner markiert, welche in irgendeiner Hinsicht problematisch sind. Dabei kommen alle rot markierten Partner aus Ländern, welche nicht mit der Equal Game Kampagne vereinbar sind. Da in diesen Homosexuelle mindestens zensiert bzw. aus der Öffentlichkeit verdrängt bis hin verboten sind. Diese Länder sind Alipay, China, Hisene, China, Qatar Airways, Qatar, TikTok und Vivo, auch China. Dann sind die blau markierten Partner Firmen, welche eine problematische Vergangenheit haben. Das sind Coca-Cola und Heineken. Hierzu könnt ihr euch die Videos von Simplicissimus ansehen. Die gelb markierten Werbepartner behandeln ihre Arbeiter auch schlecht. Lieferando etwas, da in Deutschland immer mal wieder Berichte auftauchen über sehr schwierige Anforderungen und Arbeitsbedingungen beim Ausliefern. Und VW, indem sie in ihren Produktionsstätten in China teilweise Zwangsarbeiter einer unterdrückten Minderheit arbeiten lassen. Diese Auswahl an Partnern zeigt, dass es der UEFA nur ums Geld geht. Apropos nur ums Geld und Zwangsarbeiter. Wie ihr sicherlich wisst, wird die WM 2022 in Katar stattfinden. Warum das schlecht ist, dazu komme ich gleich. Aber erstmal habt ihr sicherlich von den schlechten Arbeitsbedingungen gehört. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Gastarbeiter aus anderen Ländern mit Geld gelockt werden, dann aber bei der Ankunft in Katar ihrer Pässe beraubt werden und zu modernen Sklaven, wie die Presse sie gerne nennt, werden. Diese müssen unter lebensbedrohlichen, unmenschlichen und ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Dadurch sind über 6500 Menschen gestorben. Mehrere Male gab es Aufforderungen, dass sich dies verbessern solle, doch verbessert hat sich so wenig, dass es immer noch als moderne Sklaverei bezeichnet werden kann, bis zum heutigen Punkt. Durch die enorme Hitze in Katar hat es aber auch Nachteile für uns. Die EM wird in den Winter verlegt, weil es sonst echt Pain für die Mitspieler wäre, weil es dort so extrem heiß ist. Aber überlegt doch mal, wie ihr sonst immer WM geguckt habt. Vielleicht draußen mit der Familie und in der Nachbarschaft, vielleicht im Public Viewing oder in der Schule. Gut, das wird nämlich im Winter nicht stattfinden und wenn, würde es nicht so schön sein. Zudem werden durch die Zeitverschiebung die meisten Spiele so um die Frühstücks- bzw. Vormittagszeit sein, wo die meisten von uns Schule oder Arbeit haben. Somit könnt ihr dann die Spiele nicht einmal ansehen.
Außerdem ist ein Teil der Spiele mitten in der Weihnachtszeit, so ungefähr die Hälfte. Und wer träumt nicht davon, Weihnachten und EM gleichzeitig zu haben? Auch bei der Wahl von Katar als Austragungsort für die WM 2022 lief nicht alles mit rechten Dingen zu. 2010, als Katar gewählt wurde, waren mindestens 3 der Stimmen, die gegen die Konkurrenten von Katar gestimmt haben, Stimmen, die nur so gestimmt haben, weil sie Schmiergeld erhalten haben. So sagt es ein Bericht aus einer Klage von Amerika. Zudem ist, wie schon erwähnt, in Katar Homosexualität eine Strafe. Und zwar nicht so eine kleine Strafe, nein, richtig so eine Strafe mit Auspeitschen und Gefängnis und allem. Jetzt überleg noch einmal, warum, wenn alles dagegen spricht, warum macht denn bitte die UEFA die EM in Katar? Ganz vergessen. Ein Punkt, den ich ganz vergessen habe, ist der Umgang der UEFA mit der Covid-Pandemie. Wie ihr schon gesehen habt, geht es der UEFA nur ums Geld. Wieso sollten sie hier eine Ausnahme machen? Schon bereits bei der Auswahl, welche Stadien in Europa Austragungsorte der WM werden sollten, hat die UEFA damit Druck gemacht, dass Länder, welche in der Pandemiezeit nicht eine vergleichsweise hohe Auslastung der Stadien haben wollten, von der Liste gestrichen wurden. Ein Experte sagte dazu: UEFA hat diese Spiele dann nach St. Petersburg, einen Teil der Spiele nach St. Petersburg vergeben, wo ihnen eben 50% Zuschauerauslastung zugesprochen wurden oder garantiert wurden. Und auch da sieht man ganz klar, dass Geld auch die Gesundheit schlägt. Vielleicht habt ihr auch das Spiel Deutschland gegen England gesehen. Wenn ja, oh Mann, haben wir schlecht gespielt. Auf jeden Fall waren fast alle Zuschauer ohne Maske. Ich glaube, es waren so 2, 3 oder so. Und das bei 45.000 Zuschauern. Auch im Finale werden in London mindestens 10.000 Zuschauer erwartet. Und das jetzt, wo die Delta-Variante gerade dabei ist, Europa zu überrollen. Diese hat 50% mehr Ansteckungsrate und einen deutlich schwereren Krankheitsverlauf. Aber England ist auch nicht irgendein Land. In England sind über 75 aller neuen Corona-Fälle Delta-Varianten. Außerdem hat England eine Inzidenz von knapp 170. Das ist richtig hoch, wenn man es zum Beispiel mit Deutschland vergleicht. Wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man auch, dass gar keine Plätze belegt sind. Nur ganz selten gibt es solche Regeln und diese Regeln werden auch gar nicht konsequent eingehalten. Zum Beispiel halten die Spieler auf den Ersatzbanken Abstand, aber im Spielfeld dann kommen sie sich natürlich richtig nahe, ist ja auch normal beim Fußball. Aber die sind ja auch PCR-Test getestet, aber die Zuschauer wiederum sitzen richtig nah beieinander. In diesem Land nun solche Zuschauermasken ohne Abstand und ohne Masken ins Stadion zu lassen, ist nicht nur ein schlechtes Vorbild für alle Zuschauenden, es ist auch absolut respektlos und verantwortungslos, was die UEFA da macht. Muss ich zu all diesen Punkten eigentlich noch irgendwas sagen? Ich denke nicht. Wie schlimm du nun die UEFA findest, das musst du jetzt selber entscheiden. Danke fürs Zusehen und danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Das Video war mies viel Arbeit, also so ein Abo oder ein Like wäre schon korrekt. Falls du noch irgendwen überzeugen willst, wie schlimm die UEFA ist, dann teile das Video gerne mit ihm. Das Videothema wurde durch eine Abstimmung auf ein Discord gewählt. Wenn du also selber mal Themen vorschlagen willst oder für ein Videothema abstimmen willst, dann joine meinen Discord. Was denkt ihr zu UEFA? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich antworte auch auf jeden Kommentar. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Hau rein und ciao.